Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Gnade unseres Herrn sei mit euch. Und mit deinem Geist. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Der Sonntag Reminiscere, Gedenke, erinnert daran, dass es nicht selbstverständlich ist, in Frieden und Sicherheit seinen Glauben ausüben zu können, und ruft zu Gebet für Menschen auf, die sich Tag für Tag unter Bedrohung ihrer Existenz zu Jesus Christus bekennen. Der Wochenspruch für den heutigen Sonntag steht im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Amen. Aus dem 10. Psalm. Denk doch an deine Barmherzigkeit, Herr, und an deine Nachsicht, die du erwiesen hast, solange es Menschen gibt. Nach dir, Herr, strecke ich mich aus. Allein das Warten auf dich trägt mein Leben. Lass mich in meinem Vertrauen nicht zum Gespött werden, dass die neunmal Klugen sagen können, das hat er nun davon. Niemand geht verloren, der sich auf dich verlässt. Auch wenn ich ins Unendliche falle, falle ich in deine Hand. Lass dich an deine Zusage erinnern, zu verzeihen und die schon verhängte Strafe nicht zu vollziehen. Schau nicht auf meine leeren Hände, auch nicht auf die lange Liste derer, denen ich etwas schuldig geblieben bin. Schau allein auf dein Versprechen zu erretten und die Bereitschaft, neu zu beginnen, die ohne Grenzen ist. Denk doch an deine Barmherzigkeit, Herr, und an deine Nachsicht, die du erwiesen hast, solange es Menschen gibt. Lasst uns beten. Herr, wir haben die Dinge nicht in der Hand, weil wir uns nicht in der Hand haben. Darum sind wir so machtlos gegen das Böse in uns und um uns. Wir bitten dich, breite deine Hände aus über uns und unter uns, dass wir darunter Schutz finden, wohin wir auch gehen, und dass wir, wie tief wir auch fallen, von dir aufgefangen werden. Amen. Musik.
aus Markus 12, die Verse 1 bis 12. Von den bösen Weingärtnern. Und er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nähme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als Letzten zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinberges tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinbergen anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Es steht im Psalm 118, die Verse 22 bis 23. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Gemeinsam wollen wir unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Liebe Gemeinde, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, beten wir im Psalm 103. Aus dieser Erfahrung heraus, dass wir etwas wie selbstverständlich haben und genießen und gar nicht mehr darüber nachdenken, wie wir dazu kommen, aus dieser Erfahrung heraus wendet sich der Psalmbeter an Gott. Denk doch an deine Barmherzigkeit, vergiss doch nicht, dass du mir Barmherzigkeit erweisen wolltest. Eine gewagte Übertragung. Gott ist schließlich kein Mensch, dessen Gedächtnis genauso lückenhaft ist wie seine übrigen Eigenschaften. Aber der Beter, er wagt so zu reden, weil er um seine begrenzten Kräfte weiß, auf Gottes Güte zu warten. Er bittet Gott, ihm entgegenzukommen, weil er aus Erfahrung weiß, eine Anstrengung, die sich gelohnt hat, motiviert zu neuer Arbeit. Und wenn Gott auch nur scheinbar denen nicht zu Hilfe kommt, die auf ihn setzen, dann sehen Gottesleugner darin einen Beweis für ihren Unglauben. Und das Vertrauen der Glaubenden wird noch mehr belastet. In der Lesung haben wir das Gleichnis von den bösen Weingärtnern gehört. Sie meinen, ihr Glück steigern zu können, wenn sie über das hinaus, was ihnen zum eigenen Nutzen anvertraut wurde, auch das festhalten, was dem Herrn des Weinbergs gehört. Das Gleichnis endet mit einer offenen Frage. Was wird der Besitzer tun nach allem, was die Pächter getan haben? Die Antwort: Er wird selbst kommen, die Pächter töten und den Weinberg anderen anvertrauen. Diese Antwort muss als Antwort der Zuhörer Jesu gelesen werden. Wer in den Glauben lebt, dass jeder seinen Teil dazu beitragen muss, dass Gott ihn annimmt, kann sich Gott nur so vorstellen, dass er enttäuscht zurückschlägt, wenn man ihm wehtut. Wer dagegen in Jesus den Sohn erkennt, der sich totschlagen lässt und die Gier der Arbeiter damit ins Leere laufen lässt, findet zurück zu dem Gebet. Denk doch an deine Barmherzigkeit und die Bereitschaft, neu zu beginnen, die ohne Grenzen ist. Amen.
Wir wollen Fürbitte halten. Immer wieder gibst du uns neues Leben, Gott, neue Möglichkeiten, an deiner Schöpfung mitzuarbeiten und sie zum Wohl aller zu bebauen und zu bewahren. Wir danken dir dafür. Aber wir wollen in solchen Danken auch nicht die vergessen, die ins Stolpern gekommen sind und nicht wissen, wie sie wieder Tritt fassen sollen. Du kennst sie, die Freudlosen, die Bedrückten, die Ungetrösteten, in unseren Schulen und Kindergärten, in unseren Pflegeheimen, Krankenhäusern und Hospizen. Sei ihnen Sonne und Schild. Gott, du siehst sie, die sich von deiner Gnade verlassen fühlen, die mit Schmerzen dem Tod entgegenleben, die flüchtend und hungernd unterwegs sind. Sei ihnen Sonne und Schild. Gott, du hörst sie, die an der Kraft deiner Worte zweifeln, die aus Überzeugung gegen dich kämpfen, die in und an deiner Kirche resignieren. Sei ihnen Sonne und Schild. Gott, Sonne und Schild, Spender und Beschützer des Lebens, deine Liebe verwandle, was dem Leben entgegensteht, und dein Geist fördere, was dem Leben dient. Gemeinsam beten wir mit Jesu Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. So geht mit dem Segen Gottes in diese Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.